bin Enrico von Outdoor BB. Ich bin gerade in Norditalien unterwegs, nicht so weit weg vom Lago Maggiore. Und heute habe ich eine Tour vor auf einen Berg, der genau zwischen dem Lago Maggiore und dem Nachbarsee, dem Lago di Mergozzo ist. Und wenn du mal wieder dabei sein willst, dann bleib dran. So, ich bin jetzt hier an meinem Startpunkt angekommen und ab jetzt geht's hier steil berghoch den Berg. Also, los geht's! Also den Weg, den ich hier gerade gehe, der geht schon ordentlich steil nach oben. Die ganze Zeit Serpentinen. Das Einzige, was ein bisschen stört hier unten, ist noch eine große Schnellstraße. Die hört man leider ziemlich laut hier. Aber egal. Auf geht's auf den Berg! Aussieht, sind auch Kletterer gerne hier, denn jetzt überall Befestigungspunkte. So, und davon kommt schon die nächste Brücke. Wobei, ganz ehrlich, die sieht deutlich maroder aus. Also hier sollte man besser nicht runterfallen. Ich glaube, hier mache ich erstmal ein Päuschen. Ja, ich bin jetzt schon eine ganze Weile die Serpentinen hier nach oben gefolgt. Habe jetzt noch kurz was getrunken und dann geht's gleich auch schon wieder weiter.
So, hier erkennt man auch sehr schön am Rand, dass das Ganze von Menschen angelegt wurde. Denn im Ersten Weltkrieg hat das hiesige Militär diesen Berg als Verteidigungslinie benutzt, falls die Deutschen über die Schweiz hier nach Italien gekommen wären. Und theoretisch müsste auch oben auf dem Gipfel noch der alte Stützpunkt zu finden sein. Schauen wir mal, ob ich den noch finde. Jetzt dürfte es nicht mehr allzu lang dauern und dann bin ich endlich oben. Aber von hier aus hat man schon eine echt grandiose Aussicht. Wow. Wow, klasse, eine Quelle, eine Bank für eine Pause und eine richtig coole Höhle. Und so wie es aussieht, führt auch der Weg da hoch. Und da bin ich ja mal gespannt. Da unten erkennt man noch das Bänkchen mit der Quelle. Dann geht es hier in diese Höhle hinein. Sieht auch richtig klasse aus, wie diese Büsche da runterhängen. Cool. Und auch ganz typisch für Italien, eine Madonna. Erstes Highlight schon gefunden, würde ich sagen. Auf geht's weiter. Hier erkennt man sehr schön die Serpentine, die ich hochgelaufen bin. Ich glaube, ich bin hier oben jetzt angekommen. Dann schauen wir mal, wo jetzt die ganzen alten Ruinen noch sind.
Also wenn man da alleine in so einem alten Gebäude irgendwie rumschlawinert. Ein bisschen mulmig ist einem da ja schon. Es gibt auch drüben, habe ich gesehen, noch so einen richtigen Tunnel. Allerdings, ich habe keine Taschenlampe dabei. Ich glaube, da komme ich nicht allzu weit. Da habe ich wohl die alte Anlage gefunden. So, hier sieht man jetzt noch einen Teil der alten Anlage.